Was haben wir denn hier? Gesucht. Sven Tellerklauer. Gesucht wird Sven Tellerklauer. Klaut mit vorlieben Teller und Schalen jegliche Glücktassen jeglicher Güteklasse und soll in der Wüste eine illegale Tanzstube führen. Ah, in die Wüste kommen wir auch noch. Gesucht. An diesem Brett wurden einige gesuchte Angriffe, darunter auch Kopfgeld. Kopfgeldaufträge für gesuchte Verbrecher. Einen Kopfgeldauftrag annehmen, na klar. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Kopfgeldauftrag anzunehmen. Gesucht wird der Grobschlechter Kurtus. 150 Goldstücke stehen auf seinen Tod aus. Alles klar. Ja, die Jungs hier werden alle gesucht, wie es scheint. Tja, na, was soll man machen? Eine Warnung haben wir auch. Alle Reisenden werden gebeten, die Umgebung der Stadt Rosmine südlich vom Furtsanden und nordöstlich von Gilead zu meiden. Die rücksichtslose Diebesbruderschaft der Sildonar hat die Mine in ihren Besitz gebracht und bekämpft jeden, der sich ihr nähert. Kanzler Baratheon hat bis heute keine Bemühungen angestellt, die Mine wieder in Besitz von Erotin zu bringen. Nach einigen merkwürdigen Todesfällen in den unteren Ebenen der Mine wurde diese geschlossen und nur noch die oberste war in Betrieb, weshalb sie für den Kanzler nicht als ertragreich genug angesehen wurde. Betrete das Minengelände, es erfolgt auf eigene Gefahr gezeichnet. Arnor, ehemaliger Schichtführer der Stahltrossmine. Irgendwie so. Interessant. Die Stahltrossmine nordöstlich von Gilead und südöstlich von Furtsanden wurde von der Sildonar-Bruderschaft überfallen. Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Der ehemalige Schichtführer warnt vor dem Betreten der Mine mit Warnhinweisen. Es scheint dort gefährlich zu sein. Wir sollten diese Aufgabe erst wahrnehmen, wenn wir mindestens Stufe 10 sind. Naja, dann gehen wir erstmal in die Taverne und holen uns einen kühlen Humpen Bier. Mensch, hier ist ja richtig was los, Eralda. Donnerwetter und Astan, der Säufer. Und Griminir. Nun, ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich pflege die Gesellschaft von euresgleichen zu meiden. Arschloch, und da lächelst du wieder. Na gut, und was ist mit dir, du Säufer? Nun, ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich pflege die Gesellschaft von euresgleichen zu meiden. Ich dachte, er ist ein Säufer. Naja. Was möchtet ihr kaufen? Ja, wir möchten ein wenig handeln, in der Tat. Können wir denn von dir Lichttrank? Oh, Licht 20 Fuß für 50 Sekunden. Das könnte mal ganz sinnvoll werden. Äpfel, lecker. Brotleib, da könnten wir uns wieder was Schönes machen an Lebensenergiesachen. Gekochtes Krabbenfleisch macht unter Wasseratmung wahrscheinlich auch nicht allzu lange. Schadenausdauer. Was haben wir denn sonst noch irgendwas mit Schaden hier? Damit wir wieder ein bisschen Gifte machen können. Blaukappe und der böse Berglöwe. Klingt ja wie Rotkäppchen und der böse Wolf. Ja, wird wohl auch der Witz sein. Ja, feilschen wir mal ein Stück weit. Die Stimmung von der ist ja richtig gut. Na, dann gucken wir mal, ob wir nicht richtig hier was anfeilschen können. Und ob die Dame uns nicht was abkauft. Den Ring des Lehrlings würde sie uns abkaufen. Würde sie uns auch ein paar Bücher abkaufen? So, den Gebetsband hier. Da können wir dir ja vielleicht mal andrücken. Zack. Und den irdischen Marmor auch. Zack. Und die Tyrannei der Lichtgeborenen. Haben wir das denn schon gelesen? Gucken wir mal, ob wir das schon gelesen haben. Die Tyrannei der Lichtgeborenen. Aha, interessant. Gutes Buch. Was möchtet ihr kaufen? Wir möchten handeln, Süße. Und dir geht's immer noch super gut. Dann können wir eigentlich noch ein bisschen mehr hier feilschen. Ja, die Tyrannei, das ist das Lichtgeborenen hier. Bitteschön. Wupp. Und die Pergamente kannst du eigentlich auch haben. Wupp. Und was haben wir denn sonst noch, was wir nicht brauchen? Schattengeborene. Haben wir das denn schon gelesen? Müssen wir auch mal gleich gucken. Schattengeborene. Ja, interessant. Sieht auch gut aus. So. Was möchtet ihr kaufen? 4 Seiten sind mir ein wenig zu viel zum Vorlesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, Schattengeborene ist ein Buch, welches ich dir geben möchte, aber wir feilschen noch ein bisschen. Vielleicht. So. Ja, bei 100, ja, was heißt 100 hier? Mensch, was will ich sagen? Ne? Da ist es schon in Ordnung, mal hier ordentlich zu feilschen. Nimmst du uns denn sonst noch was ab? Bier, billigen Wein. Schade, dass du uns die Waffen nicht abnimmst. Das ist ein bisschen schade, aber nun gut, bist halt auch Wirtin. Dann gucken wir mal, ob unser Handelsgeschick sich dadurch schon verbessert hat. In der Tat. Hatten wir nicht vorher Handelsgeschick... Hatten wir vorher nicht Handelsgeschick Dings, 5 oder so? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Naja, gut. Mal sehen, wir werden ja noch ein bisschen handeln. Vielleicht kriegen wir das Charisma ja nächstes Mal richtig hoch. Was ist hier? Irgendwo habe ich es gerade
Znitschen gehört. An die ganzen Kisten und so werden wir gleich rangehen. Ach, eine Ratte. Eine Ratte. Eine kleine Ratte. Eine tote Ratte. Was haben wir hier? Genesungstrank. Ist denn hier irgendjemand, der uns sieht? So, na gut. Machen wir erstmal die ganzen Ratten kaputt. Ein Köcher. Nehmen wir mit. Zack. 30 Eisenpfeile sind 30 Eisenpfeile. Eine Kiste mit einer roten Schüssel. Die darfst du behalten. Eisenpfeil des Mühsals. Das klingt nach was Magischem. Einen Sack kannst du auch behalten. So, was haben wir sonst noch hier? Immer schön schleichen. Da ist unsere Schleichskill hochgegangen. Weißt du was? Ein Braunkrug darfst du auch behalten. Und die Schubladen. Ah, Besen und Löffel. Besen, Besen, sei es gewesen. Brauchen wir nicht wirklich. Okay. So, und hier skillen wir gerade unseren Schleichenskill. Ganz außerordentlich. Mal gucken. Jetzt hat er schon zur Hälfte. Oh, ganz, ganz viele Sachen zum Kochen. Nehmen wir alles mit. Knochenmehl, damit kann man Bäume wachsen lassen. So, und da geht der Schleichen immer weiter nach oben, wie ihr seht. Zack. Und Apfel, Garn und Schere. Schere ist was wert. Dann nehmen wir die arme Wirtin, die uns so wohlgesonnen ist, einfach mal komplett auf. So, und da haben wir Schleichen schon wieder ein. Und das ist Hauptskill Geschicklichkeit. Das freut mich außerordentlich. Die Ratte, da können wir das Rattenfleisch nehmen. Daraus können wir Lebensenergietränke machen. So, was haben wir denn hier? Genesungstrank. Oh. Der ist wohl leider irgendwo durchgefallen. Schade. Und das Schleichen wird immer besser. Was haben wir hier? Besen. Ach, Dietrich. Den nehmen wir natürlich mit. Wupp. Wildbret und Mais nehmen wir auch mit. Und jetzt schleichen wir hier noch so ein bisschen rum, bis wir Stufe 10 erreicht haben mit dem Schleichen. Und schauen noch, ob wir hier nicht... Oh, wie vielleicht irgendwas... Da haben wir Stufe 10. Den Rest schleichen wir in einem anderen Haus. Obwohl, hier kann man ja auch noch gucken. Käse und Schinken. Darf man nicht einfach mal so liegen lassen. Wurzelbrei und eine braune Kanne. Die können wir ruhig liegen lassen. Und was hast du in der Truhe? Hammer. Der ist auch wertvoll. Nehmen wir einfach mit. Upsala, lalala. Hallo, Templer des Sanktums. Was hast du hier so zu tun? Ich glaube, wir werden trotzdem nicht... Obwohl, doch, werden wir gesehen. Das Auge ist ja... Na gut, hier ist ja auch ziemlich dunkel. Ich hätte mir jetzt gern noch den Kartoffelkorb hier angeguckt. Ah, ich probiere es einfach mal. Ich glaube, er sieht uns nicht, weil es zu dunkel ist. Ach, jetzt geht er eh weg. 10 Kartoffeln, die lasse ich doch nicht liegen. Und ja, das Buch lassen wir dir mal. Gut, Wirtin Esmeralda. Ist sie Esmeralda? Eralda. Dann mal wieder zurück. Oh, und der Tag neigt sich auch dem Ende. Und wen haben wir hier? Golak, der Schmied. Und ein Amboss. Vielleicht können wir hier endlich mal so ein bisschen unser Erz einschmieden. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Ja, schon. Aber doch demnächst vielleicht... demnächst vielleicht erstmal selber. Schwere Rüstung können wir verbessern, weil das schon sehr hoch ist. Aktuell Lernpunkt aber 28, Kosten pro Skillpunkt, da waren sie gerade, jetzt sind sie wieder weg. Was kannst du uns denn verkaufen? Eine Eisenschlachtaxt, die sieht richtig geil aus. 5 Schaden, Donnerwetter. Runenverzierte Eisenkriegsaxt, geil. Runenverzierter Eisenkriegshammer, noch geiler. Runenverzierten Eisen-Zweihänder, ultra geil. Runen verziert finde ich super toll. Verkaufen wir dem erstmal unseren Stuff. Wie ist er denn? Auch Stimmung 100. Das ist ja gar nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob wir hier nicht ein bisschen feilschen können. Herr Sales davon von einem stumpfen Kampfmagerschwert. Juhu! Dann können wir noch ein bisschen mehr feilschen. Was hältst du von einem weiteren stumpfen Kampfmagerschwert? Juhu! Was hältst du von noch einem für ein wenig mehr Geld? Juhu! So, und was können wir sonst noch machen? Die Gewand des Novizen, das könnten wir ihm geben. Allerdings wiegt das so wenig, das müssen wir gar nicht verkaufen. Die Mantelhaube können wir ihm ja mal andrehen. Der Rottenhelm, warum haben wir den nicht auf? Ach, wenn wir den Eisenhelm aufhaben. Den Eisenhelm können wir allerdings wegpacken und dafür lieber den Rottenhelm aufsetzen. Das machen wir am besten mal. Denn... Immerhin ist es ein Z-Gegenstand. So. Wupp. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern?
Und Mann, der lächelt aber. So, dann können wir ja noch ein bisschen Geld machen hier. Eiserner Seelenräuber. Seelenfalle für 3 Sekunden an Schlag. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Weil dann müssen wir es nicht mehr zaubern. Was hast du denn als stärkstes so da? Den runenverzierten Eisen-Zweihänder. Würde mich ja schon locken. Aber mal sehen, was wir selber noch schmieden können. Was hast du denn sonst noch da? Runenverzierten Schild, Eisenkürass hatten wir selbst. Ein Eisenparierschwert. So. Cola hast du auch. Und Dietriche, wie blöde. Na, wie weit können wir dich denn hier... Wie weit können wir denn hier feilschen? Können wir denn hier bei dir, sagen wir mal, 5 Dietriche kaufen? Nee. Das hat er nicht mitgemacht. Jetzt vielleicht 5 Dietriche? So. Das hat er mitgemacht, alles klar. Gucken wir mal, wo unser Handelsgeschick eigentlich ist. So, Handelsgeschick ist bald auf Stufe 1 mehr. Dann könnten wir ja eigentlich mal hier anfangen, mal zu gucken, ob wir ein bisschen schmieden können. Fachen wir mal das Feuer ordentlich an. So, Eisenerz zu Eisenbarren verarbeiten, Silbernuggets und so weiter und so fort. Ja, verarbeiten wir mal zu Eisenbarren. Haben wir denn jetzt einen Eisenbarren im Inventar? Müssen wir mal gucken. Einen Eisenbarren haben wir. Wir haben noch 10 Eisenerz und wie viel Kohle haben wir noch? 7. Das reicht nicht mehr. Dann machen wir noch einen Eisenbarren. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Nee, ich möchte dir, auch wenn es ein bisschen lächerlich klingt, ich möchte dir sehr gerne ein Kohle abkaufen. Ja? Ach, wisst ihr, bei dem Preis kaufen wir einfach alle Kohle ab. Zack. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nicht... Zack. So, und können wir hier noch Silbernuggets? Ich weiß gar nicht. Haben wir Silbernuggets? Nee, haben wir gar nicht, ne? Haben wir noch gar nicht Handwerksgeschick, was das macht. Goldnuggets haben wir auch noch nicht genug geschickt. Und Thoriumgestein ebenfalls noch nicht. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Tja, was würdest du uns denn sonst noch so... Handwerkskunst würde ja uns sogar lehren. Plus 10 für 5 Lernpunkte. Ist natürlich die Frage, wie gut sind wir denn da jetzt eigentlich drin? So, Handwerkskunst. Die müsste ja hier irgendwo sein. 25, das ist ja gar nicht viel, was er verlangt. Dann gucken wir mal, ob wir nicht auch auf dem Amboss irgendwas... Ach, wir haben zu wenig Handwerkserfahrung, um irgendetwas schmieden zu können. Ach, da könnten wir eigentlich mal unsere Lernpunkte in sowas hier... Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? ...durchaus schon mal investieren. Warum nichts? Also 5 für 10, das ist ja eine wirklich... Aber gerne doch. ...wirklich geschenkt, oder? So. Da haben wir das jetzt gelernt. Damit haben wir ja. Da können wir das auch gleich mal ausprobieren, wie das ist mit diesem Multiplikator. Jetzt haben wir durch Lernpunkte 10 mehr in Handwerkskunst. So. Jetzt ist die Frage, ob wir Konstitution deshalb noch besser lernen können. Ich lerne mal nochmal. Hallo. Nochmal das Möchtet Ding. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Nochmal, so. Aber gerne doch. Jetzt haben wir eigentlich einen Multiplikator von 5 auf Konstitution. Gucken wir uns mal an, ob das stimmt. Weil ich glaube... Man muss es nämlich normal lernen und nicht durch solche Lehrer, sonst geht es eben nicht. Ja, seht ihr das? Konstitution nur plus 2, deshalb lohnt sich das für uns noch nicht. Dann bleiben wir einfach mal bei unseren 35. Wir werden das schon alles normal verbessern, weil wir nämlich unsere Waffen reparieren werden. Selber. Und dann werden wir uns auch noch was schmieden, aber wisst ihr was? Wir kaufen uns... Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Wir kaufen uns einfach mal... diese geile Waffe mit den 6 Schaden. Der runenverzierte Eisen-Zweihänder. Klinge zweihändig. Stumpfe Waffe zweihändig. Klinge einhändig. Wir können natürlich auch ein Eisen-Langschwert nehmen. Dann haben wir wenigstens eine einhändige Waffe. Ach, was soll's. Nehmen wir das hier. So. Und wir kaufen ihm dann noch ein paar Dietriche ab. Wir haben ja eigentlich immer zu wenig davon. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen feilschen können. Geben uns mal die 16 Dietriche. Angebot abgelehnt. Naja, gut, dann falsch noch mal nicht zu sehr. 16 Dietriche, bitte. Na, geht's? Ja, geht, wunderbar. Alles klar. Dann haben wir jetzt zwar alles Geld ausgegeben, aber unser ganzer Charakter ist wieder um einiges leichter
gar nicht, ne? Noch gar nicht leichter geworden. Überhaupt, wir sollten die Runen hier mal lernen. Rune Schockschild, so. Warum sind wir denn immer noch so überladen? Das ist ja sehr... Wir haben auch so viel Eisenerz. Da können wir noch einen Eisenbarren draus machen. Zack. Haben wir noch mehr Eisenerz? Nee, jetzt reicht's nicht mehr. So. Warum sind wir denn noch so schwer? Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Nö, wir wollen leichter werden. So, handeln. Was haben wir denn noch in unserem Inventar, was so viel wiegt? Also, Eisenfall des Mühe, das behalten wir natürlich alles. Unsere Waffen, die lassen wir mal bei uns. Gucken wir mal, was denn eigentlich so viel wiegt bei uns. 4, 3, 1. Na gut, davon haben wir halt allerlei Zeug, aber es wiegt nicht so viel. Das benutzen wir auch alles. Die Waffe haben wir auch. Und was ist hier? Können wir jetzt mal auf die Schnelle nicht irgendwie viel weggeben, ne? Wir könnten natürlich ein bisschen was von unserem Zeug hier verkaufen. Gibt ja auch gut Gold, ne? Aber, na gut, belassen wir es erstmal dabei. Wir werden schon... Ach, eins Hallo. Noch, natürlich. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Ah, nee, doch nicht. Ich meinte nämlich, eventuell gehen wir jetzt noch mit ihm hier Sachen reparieren. Das können wir aber auch selber machen. Dafür müssen wir nur den Hammer anwählen. Den haben wir ja hier irgendwo. Da ist der Hammer. Und dann reparieren wir mal den Bogen, die Handschuhe, das verrostete Schild. So, und können wir sonst noch irgendwie... Um magische Gegenstände zu reparieren, muss man mindestens Waffenschmied-Geselle sein. Ach so. Und wann ist man Geselle? Wahrscheinlich, wenn man genug Handwerkskunst hat. Ne, wir sind da noch Lehrling. Ach, wisst ihr was? Dann investieren wir doch Hallo. Ein bisschen was da drin. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Ja, und zwar doch nochmal Handwerkskunst. Ach, wir haben nicht mehr genug Gold. Ach, nö. Ich dussel. Na gut, dann ein nächstes Mal. Wir gehen ja noch ein bisschen hier handeln. Dürfen wir es einfach mitnehmen? Ja, dürfen wir. Fantastisch. Gilead Wachstube. Da können wir gleich mal reingehen. Und hier haben wir Golags Haus. Ich glaube fast, das Ding kriegen wir nicht geknackt. Ist die Frage, wie geht denn das eigentlich? Muss man das irgendwie, bevor er da quasi ganz oben anschlägt, muss ich da auf die Maus drücken? Oder muss ich, bevor er wieder runterfällt, oder... Aha, so... Ah, verdammt. Probieren wir es mal hier. Ah, verbessert sich wenigstens die Fähigkeit. Verbessert sie sich nochmal. So, aber so viele will ich dann auch nicht daran verdasseln. Okay, dann gehen wir mal rein in die Wachstube. Vielleicht können wir ja irgendwas Wertvolles klauen. Waffen zum Beispiel. Da ist eine Leiter, hier ist eine Truhe. Nee, das wird nichts. Das Schloss ist einfach noch schwierig. Wir könnten natürlich irgendwie eine magische Rune nehmen, aber ist ja auch albern. So, gehen wir mal da hoch. Ach, sieh an. So. Und dann, wo sind wir jetzt? Hier? Ah, jetzt sind wir hier oben auf den Wehrgängen. Das ist ja cool. Dann können wir mal gucken, ob die hier irgendwas... Oh, eine Balliste. Naja, gut. Scheinbar können wir die nicht benutzen. Dann können wir ja mal gucken, ob wir hier irgendwelche wertvollen Sachen finden. Scheinbar nicht. Wildbretner immerhin. Tabak, gut. Jetzt hänge ich hier fest. So, wieder raus. Was haben wir sonst noch? Salat nehmen wir natürlich auch mit. Sehr gesund, das Zeug. Eberfleisch, Wassermelone. Damit können wir denn so tun, als hätten wir Brüste. Außerdem werden wir gerade voll gesehen. Naja, sei es drum. So. Und du Eselverkäufer Fredo kannst da erstmal bleiben. Dann schauen wir mal. Ist das eigentlich schon der ganze Ort? Die Möglichkeit besteht... Dass das schon ganz Gilead war. Ist ja überschaubar. Eine Taverne. Eine Wachdings. Eine Wachkaschemme. Mit einem kleinen Verlies.
Aber da hinten ist ja noch ein Gebäude. Taverne. Ach, hier sind noch ein paar Gebäude. Nee, da hinten ist sogar noch eine Kirche. Ha. So, gehen wir mal zu Satinas Haus. Und schauen mal, was hier so drin ist. Hallo, Satina, bist du zu Hause? Satina ist nicht zu Hause. Das ist schön. Dann zünden wir uns mal eine Fackel an. Und schauen mal, ob hier nicht irgendwas Wertvolles liegt. Zinngefäß, so, so. Ein Badezuber. Mal sehen, ob sie was in den Tonnen hat. Naja, Zinnteller. Ah, eine ganze Menge leckeres Zeug. Käserad und sonst was. So. Das scheint es auch schon wieder gewesen zu sein. Dann raus. Und weiter geht's hier mit unserem Raubzug. So. Und schauen mal, ob wir vielleicht in dieses Haus reinkommen.